So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mikrofon Adjustment Simulator 2022. Ja, let's go, hier kommen weiter. So. Ist der, wir haben jetzt mittlerweile. Wie viel haben wir? Wir haben immer noch 71.000. Wie spät ist es? Es ist. Die Uhrzeit sieht man hier gar nicht. Dort da oben. Ist es also schon nach der Abbuchzeit? Weiß ich natürlich nicht. Mal gucken. Fahrermanager. Wie weit sind die denn eigentlich gerade alle? Der fährt gar nicht. Er ist fast am Ziel. Oder? Das Grüne ist doch Ziel, oder? Nee, das Rote ist Ziel. Oh. Achso, ja klar. Ja genau. Genau, rotes Ziel. Genau, das heißt, er ist fast am Ziel. Dann kriegen wir also gleich Geld. Er ist auch schon fast am Ziel. Okay, er noch nicht. Aber das heißt, wir bekommen von denen gleich einen Batzen Geld. Ah, das heißt, ich meine, wir sind jetzt gerade mit 80, also die Mission, die wir jetzt gerade haben wir mit 80.000 gestartet. Und wir haben jetzt immer noch 71.000 und bekommen gleich nochmal ein Batzen Geld, wie viel auch immer das sein wird. Und die heutige Abzahlung für den Kredit ist auch schon getätigt worden. Das heißt, wir halten uns aktuell wirklich schon alleine mit unseren Mitarbeitern echt gut über Wasser. Also können quasi den gesamten Kredit abfedern. Das ist schon echt geil. Tja, dann brauchen wir bald nur ein bisschen mehr Geld. Also dann warten wir so lange mit weiteren Kreditkauf. Ich meine, wir könnten uns wieder 10.000 genehmen. Bringt es aber noch nichts, weil das nächste, worauf ich sparen möchte, ist dann auf eine zweite Werkstatt plus halt mindestens einen weiteren Fahrer. Weiß ich gerade gar nicht, wie teuer sind denn so Garagen? Ist hier los? Konnte man hier nicht weitere Garagen sehen? Naja. Oder war das beim Garagenmanager? Gab es einen Garagenhändler oder irgendwie sowas? Aufrüstung, Garagen. Ach, hier Garage kaufen. Okay, das kann man noch nicht. Aber eben, ich glaube mal, eine weitere Garage kostet auch irgendwie so mindestens 200 oder 300.000. Denn plus die neuen LKW, die wir für den weiteren Fahrer brauchen. Das heißt, wir müssen also mindestens erstmal warten, bis wir wieder mit dem, was wir haben und mit dem, was wir noch wieder zur Verfügung dann haben. Also diesen ungenutzten Kreditrahmen, denn auf mindestens 30.000 kommen, damit wir dann gucken können, wegen der weiteren Garage kaufen. Und ja, hier können wir noch mehr Mitarbeiter einstellen. Und ich glaube mal, alleine wenn die wir jetzt schon haben, die Mitarbeiter, wenn die alle ein bisschen höher sind, was ihr Level angeht, und die ersten beiden sind ja schon relativ weit, der hat bloß noch zwei Level hier. Der hat immer noch drei und die beide, da dauert es halt noch ein bisschen. Aber alleine, wenn die alle Level 5 sind, dann können alleine die vier alle unsere Kredite stemmen. Das heißt, da können wir wirklich an Krediten so viel nehmen, wie wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, dass wenn wir nicht genug Geld verdienen oder zu viel schlafen, weil wir dann unser Tag-Nacht-Rhythmus ein bisschen freigestalten können, uns da ein bisschen mehr Zeit geben. Läuft ja trotzdem nicht in die Gefahr, dass auf einmal wir mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Das ist schon echt geil. Ah. Ich meine, jetzt alleine kriegen wir schon 71.000 nochmal. Das heißt, den ersten von diesen fünf Posten können wir jetzt schon zurückgeben. Dann haben wir nur noch 40.000 Kredit und damit weniger Raten. Also es läuft. Es läuft echt. Also, Hashtag läuft doch. So, wir sind da hier schon fast am Ziel, ne? Okay, here we go. Keep left and then turn left. So. Turn left. So.
Dam, dam, dam. Strafe alle leer. Gewürz auch nicht. Aha. Gleich aber grün. Oh, dieser LKW. Wie krass geil der aussieht. Was heißt das Symbol, dass die Bremse noch anliegt? Haben wir zu wenig Luftdruck oder was? Weil eben, das ist glaube ich das Symbol für die Druckluft. Und eben, unsere Druckluftdinger hier sind noch weit im roten Bereich. Also. Naja. Oh. Wir fahren weiter, beide zu schnell. Oh, schöne, schöne Seitenstraße hier. Geil. Hier zu wohnen ist wirklich so der American Dream. Richtig schön in so einer Vorstadt. Schön viel Grün. Geil. Oh, Traktoren. Oh Mann, Alter, ich wünschte, wir könnten hier echt mehr Fahrzeuge fahren. Ich meine, so eine LKW mit Boxerflieger, okay. Aber vor allen Dingen auch so ein bisschen so extravagante Sachen, wie halt eben so eine älteren LKWs oder halt so Traktoren und so ein Scheiß. Weil die sind ja im Spiel alle vorhanden, also die Modelle sind ja da. Von daher kann es gar nicht so schwer sein, sich zu implementieren. Gut, du müsstest für die eine neue Mission entwickeln, weil die halt keine Auflieger nehmen können. Aber... geil, wäre es trotzdem. Aber geht's hier rein? Oh! Hä? Ja, wo ging's da rein? Ja, da müssen wir rein. Der war ja gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nee, das wird nichts. Zurücksetzen kann ich auch nicht. Well! Lach nicht so! Lacht mich aus. Yeah, I guess we are fucked. Ich versuche mal hier eine ganz harte Kurve hinzubekommen, aber ich glaube nicht, dass das unsere Auflieger mögen werden. Nicht, dass mir das interessieren würde, aber. Oha. Eieieiei. Angebumst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh, ich spüre es schon in den Knochen. Oh, gut. Das fühlt sich. Ich bin immer noch falsch, oder? Lebe ich richtig? Also laut dem Navi müsste die Straße hinter mir sein. Jetzt bin ich andersrum. Nee, ich bin so. Welche Straße ist denn jetzt hier was? Ach nee, die Straße, die hier abbiegt, ist die Straße hier. Die Straße hier ist bereits das, wo ich gerade drauf stehe. Ja, eben, durch die quer zu der Straße. Ja, das macht ja voll Sinn. Da ist ja. Eieieiei. Wieso habe ich hier so zwei so Dinger? Da zwei so Dinger, wo ich so Wäscheleinen aufhängen kann. Was bringt die an einem LKW? Hä? Verstehe ich nicht. Als Abschlepphaken sehen die ein bisschen sehr fragil aus. Oh mein Gott, das wird nichts. Komm. Fahr doch! Da häng ich irgendwo? Ach ja, an der Alpha-Wand. Oh. Oh Mann.
vor mir ist eine Alpha-Wand. Auf Höhe dieser Gaskartusche. Hier ist eine Alpha-Wand. Leck mich. Ich glaube, ich sollte einfach neu laden. Das wird hier nichts mehr. Weißt du, im echten könntest du in so einem Moment einfach auf der Straße, wo ich zu weit gefahren bin, einfach weiterfahren, die nächste Wendestelle suchen, und dann halt wenden. Und den zweiten Anlauf nehmen. Das ist da aber leider nicht möglich. Und ich wäre halt so halt nie im Leben drumherum gekommen. Keine Chance. Ah ja. Naja. So, kann ich ja mal vorne unsere beiden Haken. Für was sollen die sein? Diese beiden Haken hier vorne. Die machen doch im Leben keinen Sinn. Weil wie gesagt, zum Abschleppen sind die definitiv zu fragil. Da kannst du nichts mit abschleppen. Oder sind die stabiler, als sie aussehen? Naja, wer weiß. Wer weiß jetzt schon. Ich meine, immerhin sind zwei davon da. Also wenn einer nicht reicht, dann kann man zumindest noch einen zweiten nutzen. Ich habe zwar noch keine Abschlepplösung gefunden, die mit zwei Haken arbeitet, aber hey. Weißt du? Jetzt mal weiterfahren können und sich dann hier irgendeine Wendestelle suchen können. Aber genau das geht halt nicht. Und darauf bist du halt bei solchen Sachen angewiesen. Weil wie gesagt, mit so einem Auflieger rückwärts fahren geht halt nicht. Das ist halt technisch nicht machbar. So, muss jetzt hier links rein? Also ich schätze mal, da komme ich auch rein, ne? Ne, das ist gesperrt. Was sieht schon so aus, weil geht auch mit aufs Gelände, laut dem Navi. Aber er schickt mich hier außen drum rum. Dann machen wir das auch mal. Hier kommt Gegenverkehr. Alter, wir rasen hier aber auch lang, ey. So, da vorne soll er stehen. Wow, das war aber perfekt. So, Handbremse, Motor und dann abkoppeln. So, geil. Oh, nächstes Level. Haha. Gut, dann können wir jetzt endlich unser letztes Ding hier machen. Und dann können wir hier unten weitermachen. Krass korrekt. Geil. So, das heißt, das wollte ich machen, bei der Bank, genau. Du kannst zurück. Ja. Sehr geil. So.
Haben wir noch 46.000 für eventuelle andere Sachen. Jetzt würde ich mal gerne doch gucken. Hier. Doch, man kommt hier raus. Könnte das auch hier langfahren können. Na gut, hätte ich aber auf dem Gelände einen Wendekreis machen müssen. Weil ich sollte andersrum parken, ne? Von daher. Na egal. So, wir brauchen einen Auftrag. Und zwar von hier. Wow, Flachbrettscanner. 40.000 Grad mal. Hm. Ach, da oben. Huh. Mhm. Ich meine, hier mit 60.000 pro Meile schon echt lukrativ, ne? Ich würde fast sagen, ja. Haben wir hier noch irgendwelche Strecken, die unerkundet sind? Nee, nicht auf der Höhe. Schade. Oh, hier so ein Dreifachhänger, ne? Das ist schon geil. Boah, für 80.000, für 8.000, für 80, goddammit. Also 80.000 bekommen wir, aber hier 80 pro Meile. Das ist schon krass. Auch kaum Gewicht. Aber leider an der falschen Stelle. Da sind wir gerade nicht. Naja, was soll's. Nehmen wir den hier. So, dann müssen wir wohin. Was weiß ich, fahren wir hier außen rum. Da haben wir die andere Strecke auch erkundet. Ah, komm, fahr. Dabei. Dafür, dass ich gerade ohne Last fahre, bin ich ja ganz schön schlecht. Wow. Weil die Steine hier. Was ist hier los? Komm, hier ist auch noch eine Einfahrt. Alter. Der Bogländer hat gerade schon viele Einfahrten. Wow. Okay, vielleicht sollte ich nicht so schnell fahren. Und deswegen mag ich die Maussteuerung. Weil so könntest du mit Tastatur gar nicht fahren. So kannst du nur mit Maussteuerung fahren. Tja, wäre schon geil, wenn es irgendwann echte LKWs gibt mit Magnetfahrwerk, ne? Die dann einfach genauso schnell lenken können wie ich gerade. Ach, hier muss ich rein. Lol. Ich dachte wieder vorne über die Hauptstraße, aber nö. Gut, wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Weil jetzt muss ich da vorne nochmal zweimal abbiegen. Und wenn ich vorne über die Hauptstraße gefahren wäre, hätte ich nur einmal abbiegen müssen. Na, was soll's. Aber ich hätte auch hinten rumfahren können. Was macht denn das Navi gerade mit mir? Sehr suspekt. So, Aufträge. Mal gucken, was wir hier noch für Optionen haben. Ja, nee, bleiben wir bei dem. Annehmen. Ja, guck mal, hätten wir locker vorbeifahren können. Da hinten ist auch eine Auffahrt. Nee, dieses Navi, du. Ne, das ist schon eher schön interessant. Ja, kommt ein bisschen eng, aber passt. Ja. Das hat gepasst. Oh, erschreckend gut. Nice. Da bin ich mich ja selbst voll unterschätzt hier. Was los? So. Oh, warum mal hier? Vor allem habt ihr gerade gesehen, ne? Der wollte mich wieder über den anderen Ausgang schicken.
Ein Schlawiner, dieser Navi, ey. Das ist ja unerhört, was der macht. So, wir haben 12 Stunden. Ne, wir haben eine Viertel und brauchen 12 Stunden. So rum. Gut. Weil wir müssen halt auch bald mal pennen gehen. Weißt du was, fahr jetzt hier unten lang. Dann haben wir hier alle Strecken erkundigt. Dieses Navi, ne? Ah ne, guck mal, da vorne ist noch eine Straße, die ich nicht erkundigt habe. Ah, okay, dann muss ich hier leider nochmal nach rechts abbiegen. Das funktioniert ja so leider nicht. Ich muss hier alle Straßen erkundigt haben. Siehst du, ich muss sowieso noch da hinten. Da können wir doch gleich pennen gehen, wobei... Nee, macht keinen Sinn. Wir versuchen mal hier zu pennen, ob wir hier reinkommen, keine Ahnung. Aber sieht genauso ungeräumig aus wie das da oben. Haben wir noch einen anderen Ort, wo wir pennen können? Einer, der etwas geräumiger ist? Das sieht doch gut aus. Easy. Okay, also freie Bahn. Ah ne, wir müssen nach links. Links. Und ich hab Brot. Was tue ich denn hier gerade? Holy moly. Liebes Auto, bleib wo du bist. Okay, passt eh nicht. Sorry. Der Lack zahlt meine Versicherung. Den Lack. Tanken müssten wir auch. Tanken können wir da hinten aber nicht, ne? Na gut, hier können wir tanken und da können wir pennen. Passt doch. Easy. Let's go. Ja, hier die Tanke. Die wäre natürlich optimal, aber hier ist natürlich nichts zu tanken. Dumm? Warum? Das wäre doch der perfekte Platz zum Tanken gewesen gerade. Da, wo man es braucht, ja? Schweinereiche. Da ist Verrat. Ja. Schöne Fracht. So, wieder 65. Sehr geil. Ich mag so diese Auflieger, wo man so die Fracht direkt sehen kann, ne? So diese Container oder sowas sind zwar auch irgendwo schön, aber wenn man direkt die Fracht sehen kann, das ist natürlich auch geil. Ich meine, gut, noch geiler wäre es natürlich, wenn es ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Ich meine, so viel Fracht gibt es jetzt hier nicht. Das heißt, wenn man die ganze Zeit Fracht sehen würde, dann würde man relativ schnell merken, dass sich das Ganze wiederholt. Aber gut, was soll's. Ah, schon enge Kurven hier, gell? Go straight on. Oh, schon wieder hier vorne, ne? Die Kurve. Man darf 65 fahren, aber da fliegt man hier locker raus, ja? Und dann sagt die Polizei, ja, wir hatten aber nur 35 empfohlen. Junge, warum lasst ihr die Straße nicht gleich nur für 35 zu? Das ist doch hier super Gefahrenstelle. Also. Oh, was mache ich hier gerade? Das war actually ganz schön dumm, aber ich konnte gerade den Gehverkehr gar nicht einschätzen. Genauso wie hier. Irgendwie fahre ich gerade ganz schön gefährlich, kann das sein? Ich habe schon wieder so einen gewissen Fahrstil drauf, der mir selber nicht so sehr zusagt. Drive like GTA. Licht müssen wir mal wieder anmachen hier. 45 und da vorne ist auch schon die Tankstelle. Sehr geil. Und 35. Keep right and then continue straight on. So, wie kommen wir dann am dümmsten rauf? Ah, ich glaube, ich sehe die Auffahrt schon. Das hier wollte ich. Hä? Ach nee, ist die falsch auch. Hä? Da vorne ist tanken. Ich hier.
Let's go. So. Komm ich hier raus? Bitte sag ja. Bitte ja, bitte ja, bitte. Keine Alpha-Wand. Oh, keine Alpha-Wand. Wie geilomatto ist das denn? Sehr geschmeidig. So, und hier muss ich jetzt rein. Nein, hier nicht. Eins weiter? Nee, doch. Genau hier muss ich rein. Doch enger als ich dachte, aber meine Hänger kommen alle rum. So, und jetzt kann ich einfach hier? Nee. Hier ist für Autos. Oder? Ah ne, das ist auch für LKW. Okay, also muss ich auch hier reinfahren. Okay, okay. Ist ja wie im Echten, wo du immer gucken musst, wo du eigentlich parken kannst. Was sind das denn für riesen Parktaschen? Hier passen ja zwei LKWs pro Lane rein. Hallo? Wann darf ich parken? Warum kommt kein E? Ja, ich kann nichts dafür, dass ich müde bin. Wenn er mir das Parken nicht zulässt, kann ich auch nichts für. Jetzt bitte nicht, dass ich hänge. So. Weißt du, so breite Parktaschen. Und dann musst du irgendeinen super geheimen Spot erwischen, dass du da parken kannst. So, wie muss ich jetzt hier stehen, dass ich parken darf? Ein bisschen weiter links. Oder bin ich einfach zu lang? Ich kann schon wieder nicht parken. Sag mal, die wollen mich gerade verarschen, oder? Oh Mann. Ja, wie packe ich jetzt am dümmsten, dass die werden müde? Ja, ich weiß, dass ich müde werde. I'm getting tired of this shit. So, ich hätte ein bisschen so. So. Kann ich so drauf packen? Offensichtlich nicht. Sag mal, wie soll ich denn jetzt hier parken können? Es ist schon dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Ja, klar, jetzt ist ein Baum. Ei. Und dafür möchte ich einen Schaden bekommen? Keine Ahnung. Weißt du was? Ich versuch mal. Nee, achso, siehst du, wenn ich jetzt hier so ganz flach ranfahre, wenn ich jetzt so mache und jetzt hier geradeaus fahre. Dachte gerade schon, ich kann jetzt endlich parken, aber nee, kommt wieder nur die Meldung, dass ich müde bin. Junge, jetzt fahr doch mal. Häng ich? Ich hänge doch gar nicht, wieso fährt er nicht? Los, bitte, bitte. Los, lass mich schlafen. Nein, bitte, du musst mich schlafen lassen. Bitte. Holy moly. Ey, besser als so kann ich doch gar nicht mehr stehen. Dieses Spiel, ne? Das macht gerade mit Absicht, kann das sein? Ist ein Witz, oder? Okay.
Wo ist die nächste Parktasche? Da hinten. Ich glaube, wir sollten die einfach sein lassen. Verschickt er mich? Hä? Hat er mich nicht von hier lang geschickt? Oder? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Ja. Packen wir ein bisschen nach vorne und so. Nimmt schon wieder alles viel zu viel Zeit in Anspruch. Wie sieht es einfach schon dunkel ist hier? Aber man sieht gar nichts mehr. Eigentlich kann ich jetzt direkt neu laden. Die gesamte Aktion gerade war völlig umsonst. Da habe ich jetzt super viel Zeit verschwendet. Diese Parktaschen, da habe ich teilweise echt keinen Plan, was die von mir wollen. Ich meine, war ich echt zu breit? Hier zu lang? Kann nicht sein. Hä? Wo kann man denn hier parken? Ist jetzt hier echt ernsthaft reinfahren? Alter, man sieht halt... Ist doch auch wieder so ein super enges Ding hier. Oh mein Gott. Und wie viel Schaden haben wir mittlerweile bekommen? Zu viel. Egal. Und es pisst wieder. Ihr wollt mich alle verarschen. Okay, komm. Nee, aus Ende. Die Folge war schon wieder zu viel für mein Nervenkostüm, ey. Nee. Dort war ja ein Rumgeparke hier. Na gut, ja, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe... Scheiße, wir wollten noch tanken. Habe ich getankt? Bis zur nächsten Folge.